Kreativen. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe wieder einen kleinen Haul für euch. Und zwar dieses Mal einen Nelly Snellen Haul. Ist auch ein holländischer Shop, ähnlich wie der The Eagle Shop. Also mit ganz vielen Stempeln und Stanzen. Und zu super günstigen Preisen, wie ich finde. Ja, und wir haben wieder so eine kleine Sammlerbestellung gemacht, um uns Versandkosten zu sparen. Da beteiligt war eben die liebe Evelyn darauf von Tante Lillis Kanal und die liebe Steffi alias Crazy Unicorn. Wir haben wieder gemeinsam ein bisschen geshoppt und was wir geshoppt haben, das möchte ich euch gleich mal zeigen. Ja, es waren einige Sachen sozusagen, also wenn man hier sehen kann, zahlt sich schon aus. War eine schöne Menge für uns drei. Hat sich ausgezahlt, würde ich mal sagen. Was ich sehr, sehr witzig fand, eine Sache war nämlich nicht lieferbar. Und da war im Karton eben dieser Zettel dann drinnen. Hallo Sanella, danke für Ihre Bestellung. Wir haben alles beisammen gesucht und gut eingepackt. Unglücklicherweise war nicht alles, was Sie bestellt haben, auf Lager. Oder noch lieferbar. Im Moment nicht lieferbar. Und dann steht hier der Stempel mit 50 Cent. Und sie haben die 50 Cent hier in eine kleine Tüte gepackt und auf den Zettel geklebt. Also fand ich auch wirklich genial, dass es so etwas gibt. Ist mir bis jetzt, bis dato auch noch nicht wirklich untergekommen, dass man da jetzt einfach Geld irgendwie auf den Zettel packt. Aber finde ich gut, weil 50 Cent überweisen ist echt kacke. Eine Gutschrift über 50 Cent wäre jetzt auch ein bisschen lächerlich. Also, top gelöst. Aber witzige Idee. So, dann möchte ich mal mit meinen Sachen anfangen. Ich zeige noch mal meine Sachen, dann der Evelyn ihre und der Steffi ihre. Wir haben eigentlich relativ viel gleich bestellt. Aber was genau das jetzt alles ist, zeige ich euch. Anfangen möchte ich mal mit meinem Stamping Buddy. Und zwar ist das nichts anderes wie ein großer Acrylblock, also eine Stempelhilfe. Schaut so aus. Komm raus. Also ein schöner großer Acrylblock hat hier eben diese Schaumstoffpads. Da klebt man einen Stempel unten drunter drauf, also die Acrylstempel klebt man unten drauf. Dann kann man es eben irgendwo positionieren, wo man es will und drückt den Stempel dann eben ab. Und durch diese Schwämmchen hier, die sich zusammendrücken, lassen sie sich wirklich schön ober dem Motiv platzieren und dann eben abstempeln. Ja, ich bin dann auch drauf gekommen, man kann auch die... Ich habe ja schon die Sachen ausprobiert. Ich bin dann drauf gekommen, man kann die Verpackung auch super gut nützen, indem man die Verpackung jetzt zum Beispiel aufmacht. Ach, komm raus. So, hier sein Papier reinklebt, wirklich fixiert und reinklebt, den Stempel positioniert, wo man eben haben will, das wirklich wieder drauflegt in die Verpackung, so kann es nicht links und rechts rutschen und kann es immer wieder auf die gleiche Stelle abstempeln in der Verpackung drinnen und so könnte man immer wieder gleiche Karten machen, indem man sie wirklich immer wieder auf der gleichen Stelle positioniert oder den Stempel einfach, wenn er nicht gelungen ist, nochmal gut abdrücken, einen doppelten Effekt erzielen. Also eine günstige Alternative zum, wie heißt das, Misting Tool, glaube ich, wie ich finde. Und ja, ein relativ schöner großer Acrylblock. Also passen richtig schöne große Stempel drauf. Da ist sogar eine Skalierung obendrauf. 12 x 12 cm wird der Acrylblock dann eben ausmachen. Und ich habe einfach so einen großen jetzt mal gebraucht. Und habe mich jetzt für dieses Ding entschieden. Und ich finde es bis jetzt recht gut. Ja, gekostet hat das Ding irgendwas bis 7 Euro, glaube ich, oder so. Ich kann meinen Zettel hier nicht lesen, das ist nämlich nicht wirklich lesbar. Ja, irgendwas bis 7 Euro, glaube ich, hat die gekostet. Und dann komme ich gleich zu den Schachteln. Ich habe das Ganze nämlich schon sortiert, was meine Sachen waren, was der Steffi ihre Sachen waren, was der Evelyn ihre Sachen waren. Und ja, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das war als Goodie mit drinnen, ein kleiner Paperblock in verschiedenen Motiven. Das gab es als Goodie zur Bestellung dazu, mit einer richtig schönen, krassen Farbe, so ein gelb-grün. Echt, echt genial. Also so richtige Neonfarben sind da drinnen. Der war drinnen als Goodie. Dann habe ich mir hier bestellt Stempelleinen.
Hier steht jetzt 2,70, aber das war's gar nicht. Das war viel weniger. Egal, die Preise müsst ihr euch selbst aus dem Shop raussuchen. Es war irgendwas bei 1 Euro oder so, gab es im Angebot. Das wollte ich mal ausprobieren, weil das sind wirklich so Leinen. Also kein Papier, sondern richtige Leinenstoff. So ein bisschen festerer Leinenstoff, den man dann eben bestempeln kann und dann eben nicht ausschneiden, sondern man kann den dann ausfransen, indem man dann wirklich hergeht und schwuppdiwupp solche Fäden rauszieht und kann ihm dann richtig eine schöne Struktur verpassen, die Ränder wirklich dann eben schön ausfransen. Wie ihr jetzt hier seht, wie beim Stoff, schaut dann echt, echt cool aus. Kann man das jetzt sehen? Ja. Und da eben drauf das Motiv raufstanzen. Stempeln. Muss ich mal ausprobieren, wie das dann wirklich ist. Ausprobiert habe ich es bis jetzt noch nicht, wie der Stempelabdruck drauf wird. Bin ich schon mega gespannt, aber wie gesagt, hat mich einfach gereizt, mal was anderes auszuprobieren. Statt Papier einfach mal Stempelleinen. Aber Stempelpapier habe ich mir auch geholt. Das waren jetzt, glaube ich, 20 Bögen, wenn ich mich nicht täusche. Ist ein relativ schönes, glattes Papier. Wie es zum Kolorieren dann später ist, weiß ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Es ist relativ festes Papier. Ich glaube, dass es auch für Aquarell geeignet sein wird. Es macht zumindest den Eindruck. Es ist glatt. Ja. Mal ausprobieren, dann kann ich euch nächstes Mal berichten oder ihr seht es dann in irgendeinem Video, wenn ich es dann angewendet habe. Die durfte dann mit. Dann habe ich mir hier so eine kleine Flasche, Präzisionsflasche besorgt. So ultrafein Tipp. Glue-Applikator, den man hier unten einfach aufschraubt. Da eben den Kleber rein tut oder was auch immer. Meistens wird es wahrscheinlich der Kleber sein, den man hier reingeben wird. Ich möchte da jetzt mein Rubbelgummi reingeben. Also so Masketierflüssigkeit oder wie das heißt. Möchte ich da eben reingeben. Und das hat oben eine ganz feine Spitze. Und die ist mit einer Stecknadel verschlossen. Also ihr seht es, wirklich hier so eine kleine Tülle. Und da kann man dann eben richtig schön mini Sachen auftragen damit. Und eben verschlossen, wie gesagt, mit einer einfachen Stecknadel. Ja, wie gut das jetzt halten wird mit der Stecknadel, dass da wirklich dann keine Luft reinkommt und dass die Flüssigkeit nicht fest wird, ups, weiß ich jetzt nicht. Das muss ich dann testen, werde ich dann schon sehen. Ich wollte es jetzt eben einfach nur haben. Erinnert mich aber sehr an dieses Stamping Up Präzisionskleber, an den Präzisionskleber. Der hat ja genauso die gleiche Spitze wie dieser hier. Wenn man hier schaut. Also, so. Sind die Spitzen relativ gleich. Nur dass eben hier keine Nadel drinnen ist, sondern da ist wirklich im Deckel drinnen, im Schraubdeckel ist so, ja, eine kleine, ja schon eine Nadel, aber nicht eine spitze Nadel, sondern einfach so ein Drahtstück, das man eben dann hier immer wieder in die Kanüle reinführt und eben oben verschraubt. Ist natürlich sicherer, kann natürlich nichts auslaufen und es ist auch luftdicht, was jetzt hier dann eben nicht der Fall sein wird, weil hier steckt ja einfach nur diese Nadel drinnen. Aber ich denke mal, für einen schnellen Gebrauch wird das sicherlich auch nützlich sein. Nur muss man dann eben aufpassen, wo man es lagert, muss dann eben stehen, damit da nichts ausläuft. Jo, 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 schade, schade, schade. Aber kann man nichts machen. Dann habe ich mir einen Stempel bestellt, den fand ich richtig, richtig süß. Und zwar ein Piggy-Stempel hier mit einem kleinen Bärchen und einem Schmetterling, Bärchen, Schweinchen. Und ich habe mir so irgendwie überlegt, könnte vielleicht so ein kleines Glücksschweinchen sein oder so, das Glück empfängt. Hier gibt es noch die anderen Motive.
Da gibt es noch eine zweite Kollektion. Das ist quasi die erste Kollektion und da gibt es noch eine zweite Kollektion dazu. Die zeige ich euch im Anschluss. Das ist die erste. Und da gibt es eben diese Motive hier. Fünf. Ich habe jetzt nur diesen hier, weil es die anderen leider nicht gegeben hat. Ich hätte mir noch gern den geholt, aber den hat es leider nicht mehr gegeben. So, dann habe ich mir diesen Stempel noch geholt. Diese kleine Dame finde ich auch mega, mega, mega süß. Hier mit dem kleinen Kätzchen. Echt niedlich. Gibt es auch diese vier Motive. Die hätte ich mir auch noch gerne geholt, aber gab es dann auch leider nicht. Aber ich bin mit der auch schon zufrieden. Mir gefallen da ihre Augen recht. Also von den Püppchen überhaupt die Augen kommen super gut raus. Dann habe ich mir hier diesen Stempel noch bestellt. So eine kleine Fee mit einem kleinen Blümchen. Das habe ich gesehen, als ich die Bestellung von der Evelyn bekommen habe. Die Evelyn hat sich nämlich genau den gleichen bestellt. Da ist mir der Stempel dann aufgefallen und ich habe ihn mir dann auch noch gesichert. Da gibt es diese vier davon. Ist auch so eine Serie. Und da fand ich dann diese doch am schönsten von den ganzen. Dann habe ich hier ein Bärchen auf einer Glocke. Hier steht jetzt auch 4 Euro oben, kostet der Stempel normalerweise. Ich habe dafür nur 50 Cent bezahlt. Ich glaube, das war irgendwas bei 2 Euro oder 3 Euro. Das war 1 Euro und das waren auch 50 Cent. Und der war, wie gesagt, auch runter reduziert auf 50 Cent. Ebenso wie dieser hier. Den hätten wir eigentlich doppelt bestellt, den hätte, glaube ich, die Steffi auch bestellt. Und das waren die 50 Cent, die wir dann drinnen waren. Das war anscheinend der letzte, den sie hatten. Dann habe ich mir hier noch so Formtapes rund gekauft. Also, ja, Formtape eben. So Klebepunkte in rund. Ich habe mir gedacht, so für Schickerkarten und so, die irgendwo rumlaufen müssen, wären die Runden mal ideal, weil Runde habe ich noch nicht. Ich habe nur die viereckigen und ja, habe mir die dann mitgesichert. Dann habe ich mir hier noch so Klettpunkte organisiert. Ich weiß gar nicht, welche Größe die haben, aber ich schätze mal, das sind die 1,5 x 1,5. Okay, das sind die größten. Da gab es noch kleinere. Und also drei Größen mit 10 mm, mit 13 mm und mit 15 mm. Das dürften jetzt diese 15 sein. Ja, steht auch hier. Man sollte einfach nur lesen. 15 mm. Ja, viereckig. Ich habe nur von Ideen mit Herz, habe ich normalerweise die Runden. Die sehen so aus. Und ich habe mir gedacht, jetzt mal größere kommen mir sicher gut gelegen. Dann habe ich mir noch eine Standschablone geholt und zwar diese hier. Ich weiß nicht, ja, kann man schön erkennen. So ein Doily. Eben die habe ich mir schon länger mal wo gesehen, wollte sie dann bei Amazon bestellen. Dann wollten die aber nicht nach Österreich liefern. Und jetzt habe ich sie dann doch bei ihr bestellt. So Doilies, die hat mal die Semifilm in einem Video gezeigt. Und da war ich dann ganz, ganz angetan von diesen kleinen Doilies. Also durften die dieses Mal auch mit. Dann brauche ich eine neue Embossing-Matte und habe mir diese hier geholt für meine Cuttleberg zum Prägen der Motive bzw. zum Prägen der Stanzmotive und habe mir diese jetzt geholt. Ich habe sie auch schon ausprobiert, liebe Stefanie. Es funktioniert super gut. Man sieht auf der Matte nichts. Also es funktioniert wirklich mit den Schneideschablonen. Ich war mir nämlich eben nicht sicher, wie ich sie bestellt habe. Stand da nur Embossing-Matte. Jetzt habe ich nicht gewusst, okay, ist das jetzt einfach nur eine Embossing-Matte, die ich eben so auflege und dann eben die Blümchen drauf prägen kann oder für Stempelabdrücke nutzen kann, für was das die jetzt zum Embossen ist oder für Karten, wo man dann eben einfach mit einem Dotting-Tool irgendwie irgendwas in eine Karte reinritzt oder so. War ich mir dann nicht sicher. Aber als sie da gekommen ist, habe ich sie ausprobiert und es steht dann auch auf dem Lieferschein, steht es dann auch irgendwo ganz genau drauf.
Ich such mal. Da, Gummimatte für die Kettlebirk A5 Matt. Also da steht es dann sogar wirklich drauf, dass es für die Kettlebirk ist. Ist eben nicht in der Beschreibung gestanden und wie sie gekommen ist, ist hier auch nicht gestanden. Ich habe es dann nur, eben nur auf der Rechnung gesehen, haben mir gedacht, ha, jetzt hast du genau das Richtige bestellt, ohne es eigentlich zu wissen, dass es wirklich das Richtige ist. Und es ist das Richtige, ich habe es auch schon probiert. Man kann es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, da wäre so ein kleiner Abdruck drauf, da habe ich nämlich die Stanzen schon ausprobiert, aber man sieht nichts, also sie wird nicht kaputt beim Stanzen, sondern sie ist wirklich gummig und gibt nach und prägt somit das Motiv schön durch. Also zum Empfehlen, kostet irgendwas bei 5 Euro, glaube ich, oder so, war jetzt die. So, und das Letzte, was ich mir dann noch geholt habe, ist diese Schachtel. Das ist jetzt ein einziges Set, das hat 9,90 Euro gekostet. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, wieso wir bestellt haben. Weil das war ein Überraschungsset von Nelly Snellen. Und zwar eine Überraschungsstempelbox sozusagen. Und was da drinnen ist, zeige ich euch. Es sind alle 4 gleich. Ich habe sie mir angesehen, also 4, ich habe mir 2 bestellt, die Steffi hat sich eine bestellt und die Evelyn hat sich eine bestellt, weil da konnten wir einfach nicht anders. Da gab es nämlich ein Video dazu, wo sie das gezeigt haben, was aber dann im Endeffekt drinnen war, konnten wir natürlich nicht wissen, weil es nicht wirklich angeschrieben war. Aber wir haben es riskiert und ich bereue es keine Sekunde. Also wer es haben will, ganz, 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 ganz schnell dorthin und bestellt euch die. Also, als erstes ist diese... Ja, ich würde mal sagen, Federschachtel drinnen von Nelly Snellen, so ein Rollding. Da sind jetzt Farbstifte drinnen, da steht auch Nelly Snellen drauf, also ist wirklich Nelly Snellen Marke. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt normale Farbstifte sind, es ist leider nichts beschrieben, oder ob das irgendwie vielleicht sogar Aquarellstifte sind. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, weil eben hier so Papierwischer auch noch in diesen Rollmappe drinnen sind. Das sind so 3 dicke und 3 dünne. Und ja, dieses Ding hier, vielleicht kann mir da irgendwer helfen, was das jetzt ist. Ich habe nämlich keinen Schimmer, was das sein soll. Ich schätze mal, da kann ich irgendwas ablösen. Ah! Ist das nicht... Das ist Schleifpapier. Okay. Da ist Schleifpapier drauf. Für was nutze ich das? Wenn jemand genau weiß, was dieses Ding hier ist, kann er mir es ja gerne mal sagen. Schleifpapier. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es jetzt irgendwas mit den Stiften hier zu tun hat, also mit den Papierwischern, dass ich den hier wieder spitze. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Okay, kurz gedüftelt drauf gekommen, was das jetzt ist. Es ist der Papierschleifer für diesen Papierwischer, dass man den einfach wieder hier anspitzen kann, wenn er wieder verbraucht ist. Hier sind einige Blätter drauf, dass man den immer wieder verwenden kann. Erst habe ich noch gerätselt, was das ist. So, jetzt bin ich schlauer. Also, ihr ebenfalls mit mir gemeinsam. Ist zum Schleifen. Und ich habe in einem Video gesehen, dass Nelly Snellen eben diese Farbstifte benutzt hat. Und diese Stifte und in irgendeine Lösung reingetunkt hat. Aber da stand, was stand da dabei? Terpentin oder so irgendwie? Terpentinlösung, glaube ich. Also dürfte irgendwie so eine Farblösung sein. Und damit kann man dann irgendwie aquarellieren oder Aquarelltechnik benutzen. Ich probiere das jetzt mal kurz aus auf dem Schmierblatt. Ob das jetzt wirklich... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich da... Okay. Die Farbe ist relativ kräftig, relativ weich. Könnte jetzt Aquarell auch sein. Was wirklich weich ist. So, schauen wir mal. Okay, Aquarell ist nicht. Sie löst sich, naja, sie löst sich schon leicht, aber nicht so leicht wie jetzt wirklich Aquarellstifte. Und dann eben mit diesem Papierwischer.
Ja, da rubbel ich ihr Papier jetzt ab. Als Farbe, also keine Ahnung. Irgendeine Lösung braucht man dazu, dass man die Stifte ja, Terpentin. Ich glaube, das ist irgendwie so. Ja, Terpentin. Keine Ahnung. Irgendwas. Ich habe meinen Mann gefragt. Ich glaube, der hat irgendwie gesagt, das ist irgendwie so ein Farblöser oder so irgendwas. Ich werde mal in den nächsten Baumarkt mal danach schauen, ob ich das irgendwo herbekomme und werde das dann mal testen und wie das dann eben funktioniert. Weil wie gesagt, in dem Video habe ich das gesehen, dass die das so gemacht haben und da stand eben Terpentin drauf und dass man dann eben wie Aquarellstifte verwenden kann. Jetzt weiß ich nicht, funktioniert das bei normalen Farbstiften, bei jedem Farbstiften oder nur bei diesen schnellen Farbstiften? Schauen wir mal. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, dann war in der Überraschungsbox noch so ein Büchlein drinnen mit Kartenanregungen, wie man eben was gestalten kann, wie man es wirklich aufbaut, die Karten. Leider in Holländisch, glaube ich, oder Englisch. Ich habe es jetzt gar nicht gelesen. Nein, Holländisch. Aber man hat eben die Abbildungen und sieht, wie man es wirklich platzieren könnte. Und hier sind dann eben die Kartenbeispiele, was man dann eben so machen könnte. Mit den süßen kleinen Stempeln. Ja, bekommt man eben dann so Anregungen, wie man wirklich so Karten aufbaut. Direkt mit Schablonen drinnen. Also auch kein schlechtes Buch, nur eben leider auf Holländisch, aber ach, wir Kreativen sind ja kreativ und können Bilder, Geschichten lesen, oder? So, und dann geht's an die Stempelchen, die zeige ich euch jetzt, die eben da drinnen waren. In diesem Überraschungsset. Wohlgemerkt, ich wiederhole nochmal, das Set hat 9,90 Euro gekostet. Also mit den Stiften, dem Buch und den ganzen Stempeln, was ich euch jetzt zeigen werde. Da haben wir, okay, dieses kleine Püppchen mit der Torte obendrauf. Also da gibt es diese drei verschiedenen Motive. Die sind jetzt auch alle drinnen enthalten. Also dieses und dieses. Dann gibt es das Jungen-Set. Das ist dieses hier. Gibt es diese vier schönen Stempel. Also hier und hier und hier und hier. Das sind diese vier Motive. Die sind auch als ganzes Set drinnen. Dann gibt es das Mädchen-Set. Den Stempel habe ich mir mal bei The Eagle geholt. Und habe damals für einen Stempel gezahlt, 1,75 glaube ich war. Und da war er schon im Angebot, weil normal kostet ein Stempel von denen jetzt 4 Euro. Also diesen Girl. Dann hier mit Kätzchen. Dann hier in der Schachtel. Und hier mit dem Kuchen. Also diese vier Motive. Die waren jetzt drinnen. Dann sind Kuhmotive drinnen. Da dieses hier. Und dieses. Und hier ein weihnachtliches. Und hier eine Kuh mit Schlittschuhen. Also das sind diese vier Motive. Auch das ist komplett enthalten. Dann geht es hier weiter. Ja, und wundert euch nicht über meine Stimme. Ich bin letzte Woche schon im Bett gelegen. Ich bin ein bisschen verkühlt. Jetzt geht es mir schon einigermaßen besser. Aber die Stimme irgendwo hapert noch ein bisschen und der Husten ist noch ein bisschen da. Aber ja, es geht. Dann haben wir hier eine kleine Kuh. Da gibt es eben diese Stempel, aber das sind nicht alle, da haben sie nur die ersten 6 reingelegt und die letzten 2 waren da nicht dabei. Also das ist das, nein, das ist der Cowboy. Dann hier ein Schäfchen, das Fröschchen, noch ein Fröschchen, ja, eine Ente würde ich jetzt mal sagen und noch eine Ente. Die waren drinnen. Dann
hier haben wir die Schweinchen. Und zwar hier mal mit der Laterne. Dann hier mit der Blume. Mit dem Drachen. Und hier mit so einem Schmetterling. Und das ist jetzt die zweite Kollektion zum Vergleich mit dem, was ich mir so bestellt habe. Das wäre die erste Kollektion gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Und da geht es jetzt weiter mit 6, 7, 8, 9, 10. Und da sind aber jetzt auch nur 4 drinnen. Und es fehlt, welcher fehlt? Der hier fehlt, der obere, oder? Ja. Der hier fehlt. Der ist nicht drinnen im Set. Und dann noch dieses Vierer-Set mit den Ollis. Das ist mal diese Bank. Hier ein Häschen. Hier auch. Und hier mit Schäfchen. Ja, das sind auch alle 4 Motive. Ja, die waren alle drinnen. Die sind, wie gesagt, in jedem Paket gleich. So, das war jetzt meine Bestellung. Jetzt zeige ich euch noch, was sich die Mädels geholt haben. Das war eigentlich nicht viel, weil, wie gesagt, die Stempel haben wir eigentlich alle gleich. Also das war jetzt nochmal meine zweite Kiste. Das zweite, was ich mir geholt habe, eben Set, weil ich mir gedacht habe, Weihnachten kommt, Adventskalender kommen, Überraschungsboxen kommen, Verlosungen kommen und da zahlt sich dann schon so ein kleines Stempelset, zahlt sich da schon aus. So, dann schnuppern wir hier bei der Evelyn rein, was sich die liebe Evelyn alles bestellt hat. Ist das jetzt Evelyn? Ja, ist die Evelyn. Und zwar hat sie hier so eine Schablone bestellt, eine Mixed-Media-Schablone. Finde ich auch irrsinnig cool. So ein Gitterding wollte ich mir eigentlich auch bestellen, habe es mir dann doch anders überlegt. Jetzt bereue ich es wieder, dass ich sie mir nicht bestellt habe. Ich glaube, beim nächsten Mal wird die dann mitgehen. Dann hat die Evelyn hier das gleiche Set und noch zusätzliche Stempel. Die hat sie sich doppelt geholt. Also die sind, liebe Evelyn, in deinem Stempelset schon mal drinnen. Und jetzt hast du sie hier nochmal doppelt. Dann hat sie sich hier diese geholt. Auch die hat sie doppelt. Aber bei ihr sind jetzt, glaube ich, alle Motive drinnen. Ja, hier bei der Evelyn sind alle Motive drinnen. Die eben hier dabei waren. Dann hat sie sich hier noch so ein Weihnachtsset geholt mit diesen Stempeln hier. Die sind auch irrsinnig süß und von der Größe schon verträglich. Also diese 4 Motive. Und hier hat sie noch einzelne Stempeln, so ein kleines Bärchen. Also das ist wirklich klein, wenn man so schaut. Dann den finde ich auch richtig knuffig, hier mit dem Rentier, und dass 2 separate Stempel sind. Also kann man das Rentier eigentlich auch einfach so stempeln. Aus dem gleichen Set hier dieses Rentier mit dem Schlitten obendrauf. Also die 4 wird es geben. Die 2 hat sie. Dann eben den gleichen Stempel, was ich habe. Und sie hat sich noch hier so ein Hoppelhäschen geholt. Da wird es auch diese 4 Motive geben. Auch der war im Abverkauf, glaube ich, drinnen. So, das war Evelyn, ihre Bestellung. Das wird dann auch gleich zugemacht und versendet und ab. Und hier sind eben die gleichen Stempel, wie ich es auch gehabt habe. Und die Tasche. Also das war der Evelyn, ihre Sachen. Schwuppdiwupp. Also ihr seht, hier kann man schöner lesen. Die Stempel, was ich jetzt hier gehabt habe, mit 1,50 jeweils oder mit 1 Euro, was die Evelyn da gehabt hat. Die Fee hat 3,95 Euro gekostet, die Tierchen 3,95 Euro, das Bärchen 1,50 Euro, die Christmas-Stempel 13,95 Euro, das Hoppelhäschen 3,95 Euro,
die Maske 3,95 und das Paket 9,50 €. Und das ist echt ein Schnäppchen. 9,50 €, es sind, glaube ich, 28 Stempel, was ich gezählt habe. Also, und die Federschachteln dann dazu mit den Farbstiften plus das Buch. Ich finde es echt, echt genial. So, dann haben wir hier da Steffi ihre Sachen. Auch sie hat sich so eine Matte geholt, eine Stencil mit so einem Muster, also ähnlich wie der Evelyn ihre, aber ein bisschen anders. Dann hat sich hier noch ein Stempelset geholt. Das Stempelset hat €2,50 gekostet, also ein riesengroßes Stempelset, das ist wirklich riesig, da im Vergleich zur Hand. Um 2,50 € zahlt sich meines Erachtens auch wirklich aus, und da kann man eben wirklich so einen Korb mit Blümchen gestalten oder eben so einen Blumentopf oder hier eine Vase, also wirklich wunderschöne Sachen. Dann hier separat hat sie noch diesen Stempel geholt, anders wie die Evelyn. Also Evelyn hat diese zwei, Steffi hat diesen. Der war jetzt nicht dabei. Von dieser Kollektion auch um 1,50 €. Dann hat sie sich hier auch noch Häschen geholt. Ich glaube, die sind schon in Osterstimmung, die zwei. Mit jeweils 2,50 €. Das sind aber so Gummistempel. Aber irrsinnig süße Motive. Das sind aber so Gummistempel, die man irgendwo drauf montieren muss. So, dann hat die Evelyn sich noch diese drei geholt, weil es momentan so begeistert ist von den Stempelkissen, und mich hat sie jetzt auch mit angesteckt. Ich habe nämlich schon die nächste der Igel-Bestellung abgeschickt und habe mir jetzt ebenso wie Steffi alle Farben geholt und geordert. Also die Bestellung rennt noch, die werde ich erst irgendwie, glaube ich, am Freitag oder so abschicken. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, mal schauen. Heute haben wir Mittwoch und ja, mal schauen, wie die jetzt da sind. Sie hat mich angesteckt mit denen, ich muss sie jetzt auch ausprobieren und schauen. Die habe ich euch ja schon beim The Eagle Hole gezeigt, dass sie da einige Farben schon gehabt hat, und die wollte sie dann eben noch dazu haben, weil ich haben sie damals nicht mehr gehabt. So, dann haben wir hier noch Sticker. Das sind so Weihnachtssticker, was sie sich geholt hat. Ich glaube 50 Cent pro Bogen, wenn ich mich hier nicht täusche. Und dürfte dann sein. Und hier nochmal so Stempel, so Elchstempel. Und hier eine Stanze mit so Weihnachtsbäumen. Und hier frohe Weihnachten und frohes Fest. Und noch ein Stempelset mit Bäumen hat sie sich dazu geholt. Das war jetzt da Steffi ihre Bestellung. Und wie gesagt, wieder die gleichen Stempel, die ich eben schon hatte und die Evelyn auch hat. Das war jetzt die Bestellung von der lieben Steffi. Meine Lieben, das war es jetzt eigentlich schon. Also, neuer Shop für euch entdeckt. Also, neu ist der Shop sicher nicht. Also, gibt schon länger. Aber ich glaube, ich habe so noch keine Hauls gesehen jetzt von Nelly Snellen. Es zahlt sich aus. Wie gesagt, wir haben zu dritt bestellt, haben eine Summe von 150 € erreicht. Somit war es dann für uns versandkostenlos nach Österreich. Und wir müssen dann eben nur den Versand hier aufteilen und den österreichischen Versand dann eben untereinander bezahlen. Statt wenn jede einzeln bestellt hätte, hätten wir wahrscheinlich die 150 € selbst nicht erreicht und hätten dann jeweils 15 € Versand zahlen müssen. Und da zahlt sich dann so eine kleine Sammelbestellung für uns dann doch aus. Weil so zahlt jetzt jeder von den zwei, okay, Steffi hat sowieso bei mir immer ein Action-Paket liegen, das kommt ins Action-Paket zu Steffi rein, die zahlt sowieso quasi den Versand schon oben drauf. Da ist der schon inbegriffen, und der Evelyn ihr Paket, ich schätze mal, das wird jetzt irgendwie 3 € kosten oder so an Versandkosten, statt dann 15 €, und da zahlt sich es dann wirklich aus.
dass man eben solche kleinen Sammelbestellungen macht. Ja, es werden noch einige Hauls folgen. Ich muss euch noch einiges zeigen, was ich mir jetzt in letzter Zeit noch geholt habe. Aber durch das, dass ich jetzt eben krank bin, war... ja, wird sich das Ganze jetzt ein bisschen in die Länge ziehen und ich habe es jetzt liegen lassen. Ja, ich weiß noch, welche Sachen kommen werden. Lasst euch einfach überraschen. Ja, und wenn dir das Video nicht zu langatmig war und mein Gequatsche nicht so sehr genervt hat, kannst du mir gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Auch über Kommentare unten drunter würde ich mich freuen. Was haltet ihr von dem Stempelpaket? Findet ihr es günstig? Zahlt sich das aus? Habt ihr irgendwelche Shop-Anregungen, wo wir vielleicht noch schauen könnten? Wo zahlt sich aus? Was sind eure Einkaufstipps? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Schreckt euch auch nicht, wenn der Kommentar auf einmal dann verschwindet, weil wenn ihr einen Link im Kommentar postet, dann wird der zu Anfangs blockiert von YouTube und ich muss ihn dann eben eigenständig freischalten. Aber die schalte ich natürlich dann sehr, sehr, sehr gerne frei. Damit es dann wirklich jeder lesen kann. Ja, ansonsten, hier unten ist die kleine Fee, da kannst du drauf drücken, kannst meinen Kanal kostenlos abonnieren, würde mich natürlich freuen. So, mein Lieben, und jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!